willkommen bei Leben mit Krebs, Let's Talk About Cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karin Abel. Ich beende den Brustkrebsmonat Oktober mit diesem schönen Gespräch mit der lieben Nicole. Sie ist 52 und bekam 2010 als alleinerziehende Mutter des schwer mehrfach behinderten Sohnes Justin ihre Diagnose, hormonpositiv genetisch bedingt. Inzwischen sind beide in der Krebs-Community sehr bekannt, aber bis dahin war es ein steiniger Weg. Nicole erzählt ihre Geschichte aus ihrer besonders schwierigen Situation heraus und wie sie sehr lösungsorientiert damit umgegangen ist. Vieles war und ist ein herausfordernder Weg, aber es gibt auch humorvolle Momente. Es ist sehr bewundernswert, wie engagiert Nicole weiterhin für und mit Krebskranken in vielen Bereichen mit ihrer liebevollen Art aktiv tätig ist. Chapeau, liebe Nicole, und danke für das schöne Gespräch. Nicole, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Karin, ich danke dir für die Einladung. Ja, es war ja so ein Wechselspiel. Wir haben uns ja auf der YesCon getroffen und dann, eigentlich gar nicht auf der YesCon, sondern danach, während der YesCon auf der Straße. Und dann kamen wir ins Reden und dann hast du mich ja interviewt quasi für deinen Instagram-Account und dann habe ich gesagt, komm doch mal zu mir und schreib mir eine E-Mail, weil ich habe das sonst echt nicht mehr auf dem Schirm. Und das hast du gleich gemacht und da freue ich mich sehr drüber, dass das auch wirklich stattfindet und nicht wieder so in der Luft verschwindet, wie das oft so ist. Man sagt sich das und dann wird nichts draus. Und diesmal ist wirklich was draus geworden. Deswegen nochmal herzlich willkommen. Und Nicole, ganz kurz, ich kenne dich schon ein bisschen, beziehungsweise ich kenne dich eigentlich, seit ich bei Instagram bin. Du hast mich sehr schnell kontaktiert und du hast auch eine Seite, von der kannst du ja gleich erzählen. Da hast du mich auch aufgenommen und daher kenne ich dich. Und jetzt erzählst du aber. So. Ich halte jetzt meinen Mund und du darfst deine Geschichte erzählen, mit allem drum und dran. Oh weh, meine Geschichte mit allem drum und dran. Das ist eigentlich eine relativ lange Geschichte und die mit Sicherheit lange schon vor meiner Krebserkrankung begonnen hat. Ich bin Nicole, ich bin 52 Jahre alt, ich lebe in Unterfranken und ich bin eine berufstätige Mutter eines schwer mehrfach behinderten Sohnes, der mittlerweile volljährig ist, 24. Ich habe mit meinem Sohn zusammen wirklich sehr, sehr schwere und harte Zeiten bestanden, aber auch sehr viel gelernt auf dem Weg mit ihm. 2010 kam dann meine Diagnose Brustkrebs und das nach einer Zeit, die ohnehin extrem schwer war, weil Justin wurde in den beiden Jahren zuvor mehrfach operiert. Der war zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht komplett aus der Nachsorge mit draußen. Der hat also über 2 Meter Narben an beiden Beinen zurückbehalten. Wir waren immer noch in Heidelberg zur Nachbehandlung in der Klinik aufgrund seiner Tetraspastik und der Operationen. Ja, und dann kam die Diagnose Brustkrebs und ja, was soll ich sagen? Du fällst natürlich erstmal, ne? Das war Todesangst. Wie gehe ich mit der Situation um? Wie kann ich mein Kind als auch mich gut durch die Zeit bringen? Werde ich das überleben? Sollte ich das nicht überleben? Was wird mit meinem Sohn? Was wird mit meinem Sohn in der Zeit der Behandlung, wenn ich mich nicht werde um ihn kümmern können? Und das hat mich natürlich unglaublich bewegt. Und ich wollte natürlich auch für mich überleben, ne? Nicht nur für mein Kind, sondern halt eben auch für mich. Und da bin ich dann eigentlich innerhalb des ersten Wochenendes, nachdem die Diagnose schlichtweg gestanden hat, bin ich aktiv geworden. Ich habe die unterschiedlichsten Leute kontaktiert, ihnen erzählt, womit ich es zu tun habe, dass ich definitiv eine Chemotherapie machen werden muss. Ganz kurz, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber was hast du denn für einen Brustkrebs, für eine Diagnose gehabt? Das war ein hormonell bedingtes Mammakarzinom, 2 Tumore auf der linken Seite. Zu dem Zeitpunkt ist man immer noch nur von einem Tumor ausgegangen. Ach nee, von 2 Tumoren schon. Und was dann später noch dazu kam, das war dann ein Dezis. Das wusste man zu dem Zeitpunkt nicht. Und was man zu diesem Zeitpunkt auch nicht wusste, das habe ich erst 2 Jahre später erfahren, dass der Brustkrebs, den ich hatte, dass der genetisch bedingt war. Ach. Genau.
Ganz kurz, weil ich war jetzt sehr, sehr hellhörig, weil du gesagt hast, du hast gleich agiert, du bist gleich mit dem Tod konfrontiert worden. Haben die Ärzte auch schlecht mit dir kommuniziert? Weil es gibt ja zwei Arten. Es gibt ja die Art, okay, wir haben hier die Diagnose, aber es gibt gute Therapiemöglichkeiten, wobei das ja auch noch vor 10 Jahren war. Das sah es ja anders aus als jetzt. Es entwickelt sich ja sehr viel. Und dass du gleich, wir wissen ja, Krebs gleich tot, das haben wir alle im Kopf, das ist ja das Übel, aber da könnten ja eigentlich Ärzte dagegen kommunizieren. Das ist ja nicht unbedingt so. Die haben definitiv dagegen kommuniziert bei mir, aber dennoch hatte ich mich nicht gut aufgefangen gefühlt in der ersten Klinik. Ich habe dann auch relativ schnell das erste BZ komplett gewechselt. Die erste Chemotherapie ist in der Klinik verlaufen, dass ich da lebend rausgekommen bin, kann man vielleicht so sagen, oder so gut rausgekommen bin, das ist keine Selbstverständlichkeit gewesen, weil sehr viele meiner Fragen sind nicht beantwortet worden. Es hieß nur immer nur, ich solle mir keine Sorgen machen, es würde schon alles gut werden. Aha. Aber das war für jemand wie mich, die viel wissen wollte, die konnten mit mir nicht umgehen. Und der Arzt im folgenden Brustzentrum, der hat dann zu mir auch gesagt, ich bin mit Sicherheit eine Herausforderung für so manchen Arzt, weil ich sehr wissbegierig bin, aber es sei mein gutes Recht. Aha. Es sei mein Recht zu wissen und auch Fragen beantwortet zu bekommen. Und in der ersten Klinik ist einfach, was die Kommunikation betrifft, mal abgesehen dessen, dass man mir ganz viel Mut hat zusprechen wollen, ist sehr vieles schiefgelaufen. Okay. Mhm. Ob das jetzt Arztbriefe sind, die ich nicht erhalten habe, oder aber die Art und Weise der Kommunikation, wie sie abgelaufen ist, dass ich mir selbstständig das Staging hätte zusammensuchen müssen, womit ich schlicht überfordert war. Absolut. Es wäre das Einfachste gewesen, das in der Klinik zu machen, aber es hieß, ich solle das außerhalb machen, ich sollte einfach das machen, aber habe keinen Handlaufzettel mitgegeben bekommen, sondern es wurde einfach nur gesagt, sehen Sie zu, dass Sie das und das beibekommen und dann. Aber damit war ich schlichtweg überfordert. Darum hatte sich dann meine Frauenärztin aus ihrem Urlaub heraus gekümmert. Ja. Aber die war auch, die hat dann auch relativ schnell gesagt, da liegt viel zu vieles im Argen und das kann sie für mich so nicht stehen lassen. Ja, was ich auf jeden Fall auch raushöre, ist, du bist auch ein sehr eigenverantwortlicher Patient schon von vornherein gewesen. Auch, du hast auch viel gelernt durch die Situation als alleinerziehende Mutter eines schwerbehinderten Kindes. Da warst du, glaube ich, auch schon schlauer als normal. Durch deine Erfahrung. Man lernt ja durch Erfahrung. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht palliativ wäre und ich 3 Jahre schon oder 4 Jahre ins System wäre, wüsste ich auch nichts. Und das hat mir jetzt auch sehr geholfen bei der letzten Diagnose oder Veränderung. Aber da waren wir ja auch dann stehen geblieben. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber das fand ich jetzt schon sehr wichtige Ansätze. Du warst dann gleich proaktiv. Das kenne ich von mir auch. Also du hast gleich gehandelt. Du hast am ersten Wochenende gleich geschaut, auch an deinen Sohn gedacht. Du hast also sehr vorausschauend. Du hast also quasi alles abgedeckt, vermute ich mal, oder? Erzähl. Von den Versicherungen bis hin zu den Menschen, die ich informiert haben wollte, weil ich einfach wusste, das ist jetzt extrem wichtig. Mhm. Ich bin zur Schule meines Sohnes gegangen. Ich habe mit den Ärzten meines Sohnes gesprochen, Justin hatte damals zum Beispiel noch eine Nachtlagerung Schienen und tagsüber auch Schienen getragen, um überhaupt laufen zu können oder aber um den Standard durch die Operation nicht zu verkleinern. Da musste ja, war zu dem Zeitpunkt 5-mal die Woche in Krankengymnastik. Das musste ja alles in irgendeiner Art und Weise organisiert werden. Ja. Was ist, wenn ich, und das war mir ja definitiv klar, was ist, wenn ich in Kliniken muss? Wer kümmert sich dann um meinen Sohn? Also ich habe wirklich mit allen Menschen gesprochen, die sich in irgendeiner Art und Weise um meinen Sohn kümmern oder Verantwortung mittragen, habe sie darüber informiert, habe gemeinsam mit ihnen zusammen geschaut, was lässt sich machen, wie lässt sich das organisieren, habe Haushaltshilfe beantragt, ein Verein in Aschaffenburg ist
aktiv geworden und hat mir gesagt, er wird mir die ganzen Rechnungen für Justins Betreuung mit übernehmen, damit ich da in kein finanzielles Fiasko hineinlaufe. Aber das ist mir halt auch alles nur entgegengebracht worden, weil ich gesagt habe, ich bin zwar stark, aber ja, ich bin bedürftig. Ja. Und es geht jetzt halt wirklich darum, meinen Sohn in der Zeit, die jetzt auf uns zukommt, bestmöglichst abzusichern. Und das ist mir auch wirklich sehr gut gelungen. Und Betreuer oder ein Zivildienstleistender gab es ja damals noch aus der Schule. Der hat sich extra beispielsweise in der Lebenshilfe anstellen lassen, damit Justin, wenn er dort über Nacht bleiben musste, wenn ich in der Klinik war, dass er da ein vertrautes Gesicht um sich herum hat. Und das war halt ein unglaublich großes Geschenk. Ja, und das ist, hat mir auch ein Stück weit die Last genommen und positive oder ja, positiver in die Zukunft blicken lassen, weil ich bin dann halt wirklich nur noch Schritt für Schritt vorausgegangen, obwohl ich ja eigentlich sehr gerne schon das Ende hätte gerne sehen wollen, wie es uns denn dann ging. Und wir haben ganz viele Höhen und Tiefen gemeistert. Wahnsinn. Aber, und mir war es halt auch wichtig, gerade weil Justin ja auch kein, also nicht in der Art und Weise sprechen kann, wie wir, ja, auch seine Sorgen und Ängste nicht in der Art kommunizieren oder verarbeiten kann, wie ich sag jetzt mal, ein gesunder 10-jähriger oder 13-jähriger Junge, noch nicht mal wie ein 5-jähriger, dass er dann halt eben auch aufgefangen ist, dass die Menschen, die mit ihm umgehen, sensibel darauf reagieren und entsprechend eingreifen konnten. Das war eine enorme Herausforderung für mein Kind. Das weiß ich und das merke ich auch heute noch, wenn er Menschen mit einer Glatze beispielsweise sieht oder wenn er anderen eindeutig an krebserkrankten Menschen begegnet. Manchmal reicht auch schon nur ein Schnupfen aus, dass er dann extrem besorgt ist. Und er bringt aber auch eine Wärme und eine Feinfühligkeit mit. Und ich muss dazu sagen, Justin ist frühkindlicher Autist, was wirklich enorm ist, der extrem sensibel darauf reagiert und ganz feinfühlig und dem Menschen am liebsten in Watte packen möchte, damit alles gut wird. Und am liebsten würde er ihn dann umarmen. Das fehlt ihm jetzt natürlich auch. Aber da ist er natürlich schon so ein Stück weit auch geprägt. Also ich finde das erstmal der absolute Wahnsinn. Ich meine, ich höre das jetzt ja auch raus. Du hast die Diagnose gehabt und also du bist ja klar, als Mutter ist man ja eh fürsorglich. Alleinerziehend ist auch nochmal hart und dann noch diese besondere Situation, dieses schwerstbehinderte Kind, was auch gerade selber so im Leid war durch die Operation, dann auch noch mitfühlend zu versorgen, weil du bist alleinerziehend, das ist ja immer eine ganz andere Nummer. Ich weiß nicht, wie ich will jetzt auch nicht zu privat werden, Vater oder auch deine Familie, wer dich da unterstützt hat, das ist ja, mir fällt jetzt auch gar nicht so ein, nur so ein Respekt und man hört auch was, du bist ein wahnsinnig empathischer Mensch. Ich glaube, dein Sohn hat das auch ganz schön von dir. Also dieses Feinfühlige, also das ist ja Hammer, echt. Ja, ich bin halt hochsensibel, ne? Und das ist, ich glaube, das macht mich auch zu einer sehr, sehr guten Mutter für Justin, obwohl ich nicht alles richtig gemacht habe, ne? Das möchte ich auch immer wieder sagen. Ich bin keine perfekte Mutter. Den Anspruch, den stelle ich nicht an mich. Was soll ich sagen, ne? Und das Leben will gelebt werden, ne? Und er ist nun mal eben mein Sohn und klar, da liegt ganz, ganz viel Augenmerk auf ihm, dass es ihm gut geht. Und wenn ich weiß, dass es ihm gut geht, dann kann ich mich auch um die Dinge kümmern, die wirklich, ja, die jetzt essentiell sind. Und mir hat gerade der Oktober 2010, da bin ich, in dem Monat bin ich innerhalb einer Woche zweimal operiert worden, weil nicht alle Tumorzellen komplett entfernt werden konnten.
Das war eine unglaublich schwere Zeit, weil Justin da gut 3 Wochen von zu Hause weg sein musste. Ihn dann in der Lebenshilfe, in diesem Kinderhotel zu besuchen, war eigentlich schlimmer, als ganz von ihm getrennt zu sein. Jetzt muss ich auch aufpassen. Weil er gehofft hat, nach Hause zu kommen und ich konnte ihn nicht mitnehmen. Ja, und dann war es eigentlich leichter zu sagen, ich sehe dich nicht, um uns diesen Kummer zu ersparen. Ja, ich glaube, das ist auch oft besser. Ne? Man konnte es nicht umgehen. Ne? Aber man konnte es nicht umgehen, aber als das dann wieder rum war, dann war das Willkommen und das Zuhause ankommen. Ach, Jesus. Natürlich wieder umso schöner. Ja. Aber das ist schon harte Nummer gewesen für uns beide. Absolut. Ich meine, das ist, wie gesagt, das ist nochmal ein ganz besonderer Fall. Boah, das nimmt dich jetzt auch mit. Das ist. Aber es ist jetzt überstanden. Wollen wir noch auf das Positive kommen? Das Schöne ist ja, genau. Wer euch nicht kennt, aber ich glaube, ich kenne einen Teil, der euch nicht kennt. Ihr seid ja auch sehr eng miteinander. Du beziehst ja auch den Justin sehr in deine Arbeit mit ein. Du machst ja sehr viel, da kommen wir noch drauf. Aber wie war das denn dann? Also ihr habt euch wieder gesehen. Ich meine, er spürt ja auch vieles. Also er ist ja sowieso wahrscheinlich dann auch hochsensibel und empfindsamer sowieso. Ich meine, jedes Kind spürt sowieso alles. Und wie habt ihr euch dann eingegroovt oder wie lange war deine Behandlung auch? Weil mit den Operationen war es ja noch nicht getan, die dann auch noch daneben liefen, sag ich mal. Ist ja noch schlimmer. Also wenn es dicke kommt, dann richtig so ungefähr. Wie kamt ihr denn da wieder raus aus diesem Tal? Also wie lief das dann? Also die Akuttherapien, die liefen wie bei den meisten mit einer Erstdiagnose ohne Metastasen gute 9 bis 10 Monate. Ich habe Justin von Anfang an Step by Step alles in kindlicher Weise erklärt, sodass er das verstehen konnte. Mhm. Ich habe ihn auch darauf vorbereitet, dass ich zum Beispiel meine Haare verlieren werde durch eine Medizin, die quasi durch so eine Art Nabelschnur in die Mama hineinläuft und die Mama durchströmt. Und dadurch werden aber alle Haare, würde ich aber alle Haare verlieren. Und er konnte diesen Zeitpunkt kaum erwarten, als es denn dann soweit war. Ne? Und das, ich weiß dann auch noch sehr gut, als er dann nach Hause gekommen war, als dieser Tag dann soweit war. Ich habe nie eine Perücke getragen und hat mich nur angeschaut, mich in die Arme genommen und nur gesagt, Mama, schön. Und auch wenn ich mit ihm zusammen in der Stadt unterwegs war, konnte es mir dann gut und gerne passieren, dass er mir die Mütze vom Kopf gezogen hat und die Leute dazu aufgefordert hat, sich seine Mama anzuschauen, damit sie sehen, wie schön seine Mama ist, ob mit Kortisonbäckchen, es war völlig gleich. Ne? Also er stand 1:1 zu seiner Mama und so ist er Schritt für Schritt wirklich durch die Therapie von mir begleitet worden. Und auch als es dann in Richtung Bestrahlung ging, habe ich ihm halt versucht, in einer bildlichen Sprache und einer kindlichen Art und Weise zu erklären, was auf mich zukommt und was wir denn dann alles machen, wenn das dann rum ist, was wir uns dann Gutes gönnen. Ich konnte mir stellenweise durch die Polyneuropathie in den Händen nicht mehr seine Hosen schließen. Ne? Und Pflege, jemanden zu pflegen, ist schwere körperliche Arbeit. Ja. Und wenn du dann so eingeschränkt bist und wenn du dann nachts noch dein Kind zigfach wickeln musst und in die Nachtlagerungsschiene hinein und hinausheben musst und das mit den Einschränkungen durch Operationen, durch die Bestrahlung, das ist echt schon hart. Aber wir sind da rausgekommen und als dann die Haare angefangen haben zu wachsen. Darf ich dich noch mal kurz unterbrechen? Ja. Ich höre jetzt nur raus, was du alles für deinen Sohn gemacht hast.
Hast du auch was für dich getan oder hat jemand auch was für dich getan? Ja, ich habe ganz viel für mich getan, doch, ja. Ging das noch irgendwie, oder? Doch, das ging. Und das ging sehr gut. Und zwar habe ich einen ganz tollen Freund zu dem Zeitpunkt, also kein Lebenspartner, sondern einen sehr lieben Freund, der mir zur Seite gestanden hat und eine Freundin. Und mit denen konnte ich lachen, mit denen konnte ich weinen. Das Chemo-Wochenende beispielsweise, obwohl es mir, freitags bekam ich die Chemo, das Wochenende hatte ich dann quasi frei. Justin war dann zu dem Zeitpunkt immer auch im Kinderhotel, obwohl es mir relativ gut ging in den ersten Tagen nach der Chemo. Aber es war so eine Zeit, die habe ich immer mit diesem Freund verbracht. Mhm. Und wir sind essen gegangen, wenn es mir gut ging. Wir haben stundenlang geredet. Mhm. Ich habe mir die Zeit eigentlich immer gut gehen lassen. Und ich habe mir auch Dinge gekauft. Ich bin ja eigentlich eher sehr sparsam, weil alleinstehend nicht viel Geld. Und habe mir da dann stellenweise auch Dinge gekauft, die mir ganz viel Kraft geschenkt haben beim Vorbeigehen, so Glücksmacher, so Statuen wie ein Engel, der mir nochmal so bildlich gezeigt hat, immer wenn ich an dem vorbeigegangen bin, dass ich das schaffen werde, dass ich das kann, dass da immer jemand ist, der, auch wenn ich ihn vielleicht nicht sehen kann, der mich beschützt, dass ich diese Zeit jetzt durchgehen kann. Mir war immer klar, dass ich sterben kann, ob an der Erkrankung oder aber generell, weil ich als Kind schon schwer krank war, also wirklich todkrank mit einer schweren Herzmuskelentzündung. Damals hätte ich als 9-Jährige sterben können und als kleines Kind, als Baby wusste ich auch, damals lag ich auch in der Klinik mit einem Darmverschluss, dass ich daran hätte sterben können. Und mit diesem Wissen bin ich halt eben auch groß geworden. Ja. Also das war jetzt nicht unbedingt so der Schrecken, einfach weil ich es halt eben weiß, ich bin sterblich. Nicht nur durch die Krebserkrankung, ich bin sterblich. Und das hat mich auch ein Stück weit getröstet, diesen Gedanken auszuhalten. Und auch in Justins Schule gibt es nicht wenige Kinder, die sehr jung verstorben sind, weil sie einfach aufgrund ihrer Behinderung oder der schweren Erkrankung einfach eine verkürzte Lebenszeit hatten. Und da war es völlig gleichgültig, ob die Kinder jetzt 5, 6, 7, 8, 10 Jahre alt sind. Und wenn sie noch so sehr von ihren Eltern geliebt werden, wir sterben, wir sind sterblich. Ja. Und das hat mir geholfen, diesem Verlust der Unberührbarkeit, wie ihn ja viele haben, gut aushalten zu können. Und mich hat es extrem gefuchst, wenn es Menschen in meinem Umfeld gab, die mir sagten, ich dürfte so nicht denken. Ach Gott. Und das hat mich halt wahnsinnig gemacht. Ja. Und das war mit Abschluss meiner Erkrankung dann, als ich mich im Jahr 1 dann auch so langsam zurechtgefunden habe, was manchmal vielleicht schlimmer ist als wie das Jahr der Akutbehandlung. Ja, ja. Weil dieses neue Zurechtfinden und neu sortieren so unglaublich anstrengend und emotional herausfordernd ist, habe ich dann die Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin begonnen. Ja, mei, warum nicht? Du, das ist, ich habe dort unglaublich viel positive Lebensenergie erfahren auf diesem Weg. Und auch lernen dürfen, dass so wie ich denke, dass das nicht vertrackt ist, sondern dass das im Grunde genommen eine sehr positive Einstellung zu mir ist. Ja, ja. Und das hilft mir auch heute im Umgang mit vielen schweren Geschichten, die mir im Leben ja auch immer wieder begegnen. Ja. Und für mich war es eine sehr heilsame Reise, diese Ausbildung zu machen.
Ich habe, ja, und bis heute bin ich für zwei Hospizvereine hier in der Umgebung, unterstütze ich die Ausbildung für neue ehrenamtliche Hospizbegleiter durch eine Lesung und offene Diskussionsrunde, wo sie mir Fragen stellen können, die sich so viele einfach gar nicht trauen zu stellen. Ja, 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 ich bespreche in meinem Podcast immer wieder, dass das Sterben so wichtig ist. Und ich finde, ich hatte auch mal überlegt, diese Ausbildung zu machen, aber ich fand das dann doch für mich persönlich doch zu viel. Habe ich mich dagegen entschieden. Aber ich bin da ganz bei dir. Also auf jeden Fall. Bist du noch da? Ich bin noch da. Achso, du bist so eingefroren. Ich dachte jetzt, nein, nein, ich bin noch da. Ich höre dir zu. Ich finde das, also mir fehlen nur die Worte ein bisschen, weil du bist so wahnsinnig sozial, super sozial engagiert. Das ist ja nur eine Facette. Also dein Sohn, deine ehrenamtliche Tätigkeit, deine Erkrankung oder in anderer Reihenfolge, dann kommen noch ganz viele andere Sachen, machst du ja auch noch. Das ist ja irre. Wie machst du das? Also du bist ja ein Engel auf Erden sozusagen. Also nee. Aber so kommt das so, was du machst. Du gibst, ja, das brauchst du dich gar nicht so runterzumachen. Also hast da so diese wahnsinnige soziale Ader, gell? Also großes Herz, wie man auch sagt. Das habe ich mit Sicherheit, aber ich weiß auch, dass ich sehr vielen Menschen unendlich großen Kummer bereitet habe. Vor allem auch, weil ich an einem gewissen Punkt in meinem Leben mich sehr stark abgegrenzt habe, beispielsweise von meiner Familie, zu der ich heute keinen Kontakt mehr habe. Es kommt nichts von ungefähr und wenn ich die Möglichkeit hätte, ja, wie soll ich das sagen? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist halt vielleicht auch, weil ich in meinem Job aufgrund der Situation mit meinem Kind kann ich mich mit Sicherheit nicht in der Art und Weise beruflich engagieren, wie es mir vielleicht möglich wäre anhand meiner Talente. Mhm. Und da backe ich wirklich sehr kleine Brötchen einfach nur, weil es mir halt auch sehr wichtig ist, einen Job zu haben. Ne? Ja, also ich möchte ja nicht einfach nur pflegende Mutter sein und dann ist gut, sondern ich bin halt eben auch noch Nicole. Ich möchte mich beruflich integrieren. Ich möchte die Welt für ein Stück weit für meinen Sohn und die Menschen, mit denen er sein Leben begleitet, ein Stück weit verbessern. Inklusion in Deutschland ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ja. Pflege ist ein ganz, ganz schwieriges Thema in Deutschland. Ja. Ja. Das haben wir ja gerade in den letzten knapp ein, dreiviertel Jahren hier sehr gut mitverfolgen können. Die private Pflege, also die Pflege der Angehörigen, ist auch nochmal ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und ja, und dann halt mein Engagement für an Brustkrebs erkrankte Frauen. Und das ist Herzblut, ne? Da muss ich dann auch mal ansetzen, weil ich habe dich jetzt unterbrochen, dass wir den Faden nicht verlieren. Also du hast dann diese Hospizausbildung gemacht, nach deiner Gesundung sozusagen. Genau. Also du hast ein Jahr Volltherapie gehabt und dann warst du in diesem Loch. Das habe ich im letzten Interview ja auch besprochen, war klar, du bist voll von Behandlung, hast du deinen Rhythmus und dann auf einmal ist da nichts mehr. Das wirkt ja auch noch alles nach. Ja. Und da hast du dich entschieden, die Hospizausbildung zu machen, weil du wahrscheinlich auch dich eben mit dem Sterben so befasst hast und dass du im Umfeld nur gehört hast, das wäre falsch. Ich sehe das auch nicht so, aber ich weiß, über Sterben reden ist ein Tabuthema. Ist schwierig. Ja, Gott sei Dank wird das mit dem Hospiz und Trauerrednern immer mehr, naja, kommuniziert. In gewissen Kreisen aber nur im Moment. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wie hast du das dann weitergemacht? Also hast du dann nur die Hospizausbildung gemacht? Du hast ja noch mehr ins Leben gerufen. Also wie ging da der Weg? Also im Grunde genommen, das Jahr 1 danach war mit Sicherheit ein extrem schwieriges Jahr. Auf der einen Seite extrem schwierig, auf der anderen Seite habe ich natürlich versucht, auch innerlich ein Stück weit zu heilen. Ich bin unglaublich viel. Ich habe zu dem Zeitpunkt halt auch noch keinen Job gehabt, weil ich ja aufgrund der Operation von meinem Sohn meinen Job verloren hatte, weil wir waren über Monate in Kliniken. Mhm.
War dann auch alles schwierig. Dann versucht innerlich, also Körper und Seele wieder mental auf eine Linie zu bringen. Ich habe unglaublich viel Sport gemacht. Ich bin ganz viel laufen gewesen. Ich habe versucht, mit den Polyneuropathien klarzukommen. Ich war mit diesem einen besagten Freund, der hatte mich für 14 Tage in einen wunderbaren Urlaub eingeladen, wie ich ihn seit ganz, ganz vielen Jahren, seit mein Sohn auf der Welt war, nicht mehr erlebt hatte. Mhm. Ich habe ganz viele Dinge mit meinem Sohn unternommen. Ich habe geschaut, dass ich ihn wieder auf eine gute Basis gestellt bekomme. Aber auch geschaut, dass ich für mich halt innerlich wieder heil werde. Ich habe damals dann angefangen, also ich habe mich damals dann in einem Forum angemeldet für an Brustkrebs erkrankte Frauen. Mhm. Und hatte dann Anfang 2012 an so einem Treffen teilgenommen, das in Frankfurt stattfand. Und habe dort bezaubernde Frauen kennengelernt. Mhm. Und auch eine ganz besondere Frau, die Doris, von Canapé Naturschmuck. Mhm. Und da fand dann dieses Erkennen statt, was ich in meiner Familie oder im anderen Umfeld nicht so unbedingt wahrgenommen hatte. So dieses, du musst nichts erklären. Ja, ja. Du absolut. Musst nichts erklären, du weißt einfach nur, du musst der anderen nicht erklären, wie sich eine Antihormontherapie anfühlt. Mhm. Du musst nicht erklären, wie sich eine Polyneuropathie anfühlt. Du musst nicht erklären, wie es dir gerade emotional geht, wenn du in einem Moment himmelhoch jauchzen bist und im nächsten Moment aber dieses Schreckgespenst halt eben wieder vor der Tür steht. Ja. Und das hat mir unglaublich gut getan. Und die Doris, die hatte mich dann beispielsweise wenige Monate später auch nach Köln begleitet, als ich die Diagnose erhalten hatte, dass mein Brustkrebs genetisch bedingt war. Mhm. Und in diesem Moment, die Ärztin brauchte eigentlich gar nichts zu sagen. Ich musste 8 Monate auf das Ergebnis warten, echt? Weil man davon ausgegangen ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dem so ist, gering ist. Heute weiß ich, dass nahezu alle Frauen aus der väterlichen Seite am Brustkrebs verstorben sind und nicht nur einige wenige. Die war bei mir und das hat mir unglaublich gut getan. Aber mit diesem Moment wusste ich auch, ich komme aus der Krebsschiene nie mehr wieder raus. Das wird mich den Rest meines Lebens begleiten. Ich habe dann sehr schnell auch einen Termin ausgemacht in der Klinik meines Vertrauens für eine Ovarektomie, habe mir also meine Eierstöcke und Eileiter entfernen lassen. Mhm. Dadurch konnte ich halt das Risiko an Eierstockkrebs zu erkranken massiv senken, das erneute Risiko an Brustkrebs und nochmal die gute Hälfte reduzieren und stehe seitdem halt in der engmaschigen Früherkennung. Habe das Programm noch um Hautkrebsvorsorge und Magen-Darm-Krebsvorsorge, vor allem Darmkrebs, erweitert. Es besteht auch die Möglichkeit von Bauchspeicheldrüsenkrebs, allerdings nicht so hoch wie Brustkrebs oder Eierstockkrebs, aber es ist eine Möglichkeit. Und je nachdem, auf welcher Seite der Statistik du stehst, wenn du Pech hast, hast du Pech. Man weiß es halt einfach nicht. Nee, aber manchmal denke ich auch, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, oder? Weil ich meine, so viel Vorsorge können wir ja gar nicht treffen. Weißt du, was ich meine? Nee, so viel Vorsorge kann man nicht treffen. Aber wenn ich durch die Möglichkeit einer Früherkennung und beim Hautarzt die Möglichkeit habe, einen schwarzen Hautkrebs zu verhindern, dann nutze ich diese Möglichkeit. Ja gut, das mache ich schon seit meinem 11. Lebensjahr. Das ist ja eh auch bei mir die Ironie des Schicksals. Aber wieso Hautkrebs, sagt man das auch beim? In meinem Fall ja. Ja? Okay. Also auf der väterlichen Seite sind da einige Hautkrebsfälle mit dabei. Okay. Mhm. Gut. Ja.
Ne? Und ich habe auch schon Vorstufen. Und wie gesagt, solange das ja, so ich in auch. Ordnung, ne? Und Justin auch, das ist mir auch ganz wichtig, gerade weil bei Menschen mit Behinderung viele Krebserkrankungen viel zu spät erst festgestellt werden, weil sie eventuelle Beschwerden nicht kommunizieren können. Und genau, deswegen, aber das war dann nochmal so ein Loch, weil nach diesen 2 Jahren war ich ja endlich an einem Punkt, wo es mir auch mental wesentlich besser ging, ne? Wo ich das Schlimmste ganz gut habe verkraftet hatte. Ja, und dann kam die Diagnose und da war ich so wütend auf dieses Kack-Scheiß-Leben, dass mich das jetzt gerade nochmal getroffen hat. Und ich war wütend. Ich war so wütend. Und das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ich wusste echt nicht, wohin gehe ich jetzt mit dieser Wut? Wem schmeiße ich die an den Kopf? Ja. Das hat nichts mit Schuldzuweisung zu tun, dass ich das von irgendjemandem vererbt bekommen hatte. Ja. Ne? Und es war einfach nur diese... Oh. Wann hört das mal auf? Ich meine, ganz ehrlich. Also, du hast es ja schon sowieso nicht leicht gehabt. Dann kommt der Brustkrebs und dann kriegst du noch so die Hiobsbotschaft. Ja, übrigens, das ist nicht nur irgendein Brustkrebs, sondern stellen Sie sich auf mehrere Krebsarten ein, so ungefähr. Also, genau, ja. Und dann... Das kann man ja nicht, also ich weiß ja eh nicht. Nee, das war echt ganz schwierig. Das ist ja, aber ich, dann, wo hast du dir denn gelassen, die Wut? Weil die ist ich habe manchmal einfach wie eine Irre gebrüllt. Meistens im Auto, so einfach so rauslassen. Ja. Und deswegen mache ich auch anderen Mut, auch diese Gefühle zuzulassen. Ja. Die dürfen natürlich kein Dauerthema sein, ne? Nein. Aber sie müssen aufgedröselt werden. Man muss hinschauen dürfen, man muss auch weinen dürfen, man soll auch trauern dürfen, weil das sind ja unglaubliche Trauerprozesse, die da in Gang gesetzt werden, unter Umständen Schuldgefühle. Die müssen angeschaut werden, die müssen rausgelassen werden, damit man dann wieder neu weitermachen kann. Ja. Hast du auch professionelle Hilfe gehabt? Psycho-Onkologen oder das ist doch auch okay. Hatte ich von Anfang an und dann habe ich aber sehr viel über das Schreiben verarbeitet und genau. Da kommt auf den Punkt. Du hast mir gesagt, du wärst die erste Bloggerin, Krebsbloggerin gewesen, eine Brustkrebsbloggerin. Eine der ersten. Aber eine der ersten. Ah, es gab dann vereinzelt, zu dem Zeitpunkt gab es vereinzelte Brustkrebsblogs, Brustkrebsbloggerinnen. Auf Facebook, Instagram gab es damals ja noch nicht, gab es in der Richtung vielleicht eine kleine Handvoll, ne? Ja. Wenn überhaupt. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen Blog auf Facebook gestartet hatte, das war im Mai 2013, zu dem Zeitpunkt sind dann ganz viele entstanden. Nicht nur Brustkrebs, sondern generell Krebs und haben mit Benny dann zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der dir noch was sagt. Der Darmkrebs, Benny, ja. Canceling Cancer, kein Weg zu weit. Und der war da ja auch extrem rührig und hat da ja auch ganz viel mit in Gang gesetzt und sehr viele unter einen Hut mit versammelt. Und wir haben ganz viel miteinander geschrieben. Wir haben uns auch persönlich getroffen. Da war auch zu einer Veranstaltung mit seiner Frau mit hier in Aschaffenburg vor Ort, wo ich so einen Themenblockerabend veranstaltet hatte. Und so hatte das damals angefangen. Und genauso wie Benny war ich halt eben auch sehr stark dafür, andere zu unterstützen. Weil ich der Meinung bin, dass wir gemeinsam mehr erreichen können, als wie wenn jeder sein eigenes Stückchen kocht. Absolut. Und ich bin auch nicht selten milde belächelt worden. Naja, sie blockt halt, was soll denn das? Was bringt das denn? Aber ich weiß, dass ich sehr viel bewegt habe, sehr viel in Gang gesetzt habe und auch dadurch ein Stück weit das Bewusstsein in der Öffentlichkeit auch mit verändere. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, ich hatte damals auf
Facebook begonnen und dann sehr schnell festgestellt, dass die Art, so wie ich das möchte, dass mir Facebook dafür nicht ausreichen wird. Und ja, habe mich dann, ich, als Mensch, der halt so gar keine technischen oder Computer, große Computerkenntnisse jetzt hat, habe mich mit dem Thema Webseite beschäftigt, habe mich da schlau gemacht, habe meinen Blog eröffnet, der über die Jahre hinaus sich dann auch zusehends gewandelt hat und zu einer großen Anlaufstelle für Betroffene, aber auch für deren Angehörige geworden ist. Mhm. Mein Blog ist mit Sicherheit nicht der klassische Blog, den sich jetzt viele unter einem Art öffentlichen Tagebuch vorstellen, sondern ich sage immer dazu, das ist meine Schatzkiste. Da kann sich jeder das herausholen, was er denn möchte. Ob er jetzt meine persönliche Geschichte lesen möchte oder aber ob er Impulse zu seiner eigenen Krankheitsbewältigung braucht oder aber Tipps. Deswegen sind bei mir Ärzte mit vertreten, Organisationen, die ihr Engagement mit vorstellen, andere an Krebs erkrankte Menschen, Menschen, die jetzt vielleicht gerade die Diagnose erhalten haben und auf der dringenden Suche nach Antworten sind, die können dann dort sehen, hey, oder Karen, so wie du, ne? Die können dort dann halt eben sehen und ein Stück weit nachempfinden, wie jemand anderes seine Geschichte gemeistert hat und findet da dann auch wieder ein Stück weit den Weg des Trostes, aber auch ein Impuls, wie man eine Geschichte bewältigen kann. Wo kann ich mich organisieren? Wo finde ich Unterstützung? Wo kann ich gezielt nochmal nachfragen, um vielleicht nach einer weiteren Behandlungsmöglichkeit zu suchen? Ja. Und das ist, ja, das lässt sich nicht in Werten bemessen. Aber das ist mir halt unglaublich wichtig, weil mir das damals gefehlt hat. Und ich möchte dieser Krankheit einfach ein Gesicht geben. Und ich bin mir auch bewusst, dass auch mit vielen Wegstreiterinnen dass ich bin ja nicht im eigentlichen Sinn geheilt, ne? Ich bin halt gesund. Ja. Aber es kann mir genauso gut passieren. Wie gesagt, ich werde erst am Ende meines Lebens wissen, ob ich gesund sterbe oder beziehungsweise nicht an Krebs sterbe oder aber ob halt eben doch nochmal eine neue Erkrankung erfolgen sollte oder aber ich an Metastasen erkranke. Das ist halt das Fiese bei einem hormonell bedingten Brustkrebs. Mhm. Und du kommst nie so ganz aus der Schiene raus, wie das manch einer vielleicht oder wie es die Öffentlichkeit in den Medien halt eben immer wieder gerne. Ja, ja. Ein Jahr Chemo und du bist geheilt. Die Ängste, über darüber spricht keiner oder über Langzeitnachwirkungen oder was passieren kann. Genau. Was ich sehr spannend finde, da sind wir uns echt ähnlich, dass wir dieses Miteinander sehr in den Fokus stellen. Also nicht meine Seite, meine Geschichte, sondern wir. Nicht nur ich habe eine Geschichte, viele haben eine Geschichte und jeder fühlt sich wie beim Podcast, du holst dir deine Geschichte raus, ne? Also genau. Der Krebs, der Typ spricht mich an oder der Typ Mensch und so weiter. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass wir mehr auf das Miteinander uns fokussieren. Jetzt finde ich aber auch sehr spannend in dem Fall, als du angefangen hast, gab es da denn schon die großen Brustkrebsorganisationen? Weil was du gerade machst, fange ich ja gerade mit Lungenkrebs an. Weil bei dir war das wahrscheinlich ähnlich, es war noch nicht so bekannt oder ist ja auch jetzt vielleicht schon bekannter, auch durch Prominenz, dass auch junge Frauen an Brustkrebs erkranken können. Hm. Bei Lungenkrebs ist es ja noch, das gibt's, existiert quasi in der Öffentlichkeit noch nicht so. Dafür will ich mich ja einsetzen oder setze ich mich ein. Und wie war das denn da, also diesbezüglich? Du hast auf jeden Fall viel gemacht, hast auch immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das kannst du auch noch gerne kurz erläutern, wie das dazu kam. Auch in den Medien oder die Seite muss man erst mal finden, auch wie du zu deinem Namen kamst. Und wie war das damals und wie ist es jetzt? Ist es nicht noch mehr geworden? Es tut sich ja auch unheimlich viel. Du bewegst ja auch, ihr bewegt ja auch was. Ja, also die großen Patientenorganisationen, die gab es damals alle schon. Mhm.
wobei die sich auch untereinander nicht immer unbedingt alle mögen. Ja, das, na, das bekommt man mit. Drücken wir das mal so aus. Ups. Ja, sehr schön ausgedrückt. Man denkt immer, wir sind alle eins und dann ist es nein, das wie ist früher, nicht. Egal ob krank oder nicht krank. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht unter den Bloggern. Das ist keine schöne, große, rosa, heile Welt. Ja, ich weiß. Da gibt es auch stellenweise viel Gegeneinander oder wie auch immer. Neid. Ja. Ausstechen, sagen wir es ruhig. Ja. Gut. Genau, also es gab schon viele Patientenorganisationen. Ich hatte dann, wie gesagt, 2013 meinen Blog versucht, mich da reinzukniffeln und auf die Beine zu stellen. War mit sehr vielen Frauen innerhalb von Facebook sehr aktiv, habe da, wie gesagt, tolle Menschen kennengelernt. Da gab es dann eine Aktion 2013 von Brustkrebspatienten und da war mein Blog auf Facebook genau zum richtigen Zeitpunkt erschienen, weil da ging es um das Thema Genexpressionstests, dass halt eben gesagt wurde, Frauen, die eine unnötige Chemotherapie erspart werden könnte, ja, okay, sollten doch diese Therapie weitermachen, weil ja diese Tests noch zu teuer seien. Die waren zu dem Zeitpunkt bereits evidenzbasiert. Wir hatten offene Briefe geschrieben, an den Gesundheitsminister eingeschickt und dergleichen mehr und haben leider keine Antwort von ihm erhalten, der halt der Meinung war, eine unnötige Chemotherapie, es wäre kein Problem, eine unnötige Chemotherapie zu durchlaufen. Ja, ja, wenn man selbst betroffen ist, redet man halt so. Genau, und daraufhin hatte ich ja dann eine Petition beim Deutschen Bundestag mit eingereicht und kam da dann auch mit der Eva Schumacher-Wulff von Mama Mia länger in Kontakt, die das alles so ein bisschen hintenrum beobachtet hatte. Und sie ist dann, wenn sie auf den ganzen Kongressen war, hat sie diese Petition mitgenommen und den Leuten gezeigt und nur so gesagt, hey, wenn ihr glaubt, dass Patienten nichts bewegen können, dann guckt euch das hier bitte an. Und damit dann halt eben auch zum Ausdruck gebracht, wie wichtig es halt eben ist, auch die Belange von Patientinnen näher in Augenschein zu nehmen. Ja. Yeah. Und dadurch hat sich halt auch ein sehr lieber Kontakt zu Eva entwickelt, die mich auch von Anfang an dann als Bloggerin unterstützt hat und wo ich auch manches Mal das Handtuch werfen wollte, weil ich so gefrustet war. Ja. Die einfach gesagt hat, hey, du machst weiter. Du hörst nicht auf, das ist sowas von gut, was du machst. Lass dich von den Kritikern nicht beirren, weil das, was du machst, das ist richtig und das ist wertvoll. Ja. Aber ich habe wirklich viele Jahre gegen Widerstand, in Anführungsstrichen, gearbeitet, weil viele den Mehrwert eines Blogs, so wie ich ihn geführt hatte, oder manch andere dann auch, einfach nicht gesehen haben. Das ist wirklich erst in den letzten Jahren, dass sich das geändert hat und genau. Das verstehe ich. Das hast du auch so schön gesagt, dieser Nebensatz ist auch nicht verloren gegangen, den du mir gesagt hast damals persönlich. Ich weiß, wie schwer es ist am Anfang. Also ich habe ja auch Gegenwind. Ich weiß auch, dass ich belächelt werde und wurde oder auch gerade im Umkreis, aber dir geht es genauso wie mir. Oder dir ging es, du bist ja jetzt schon richtig bekannt oder machst ja mehr oder hast ja riesig eingesetzt, dass wir helfen ja vielen Leuten, die nicht im Rampenlicht sind. Richtig. Also ich meine, bei mir lässt sich das bei dir jetzt wahrscheinlich auch, du siehst deine Bloggerzahlen, wie viele auf deiner Seite sind, das ist ja halt alles statistisch erfassbar, ich sehe auch meine Zahlen, aber darum ging es uns beiden nicht, weil ich hatte überhaupt keinen Plan, du hattest keinen Plan, wir wollten nur irgendwie helfen. Genau. Wir wollten Mut machen, wir wollten einfach unsere Erfahrung weitergeben. Und das machen wir und ich kenne diese Widerstände und ich kenne das Belächeltwerden, es geht mir in einer Tour so, ich kriege auch null Unterstützung von niemandem, wenn ich Glück habe, läuft das jetzt so langsam an. Die Einzige, die mich bis jetzt wirklich unterstützt hat, du warst eine der Ersten, du bist die Einzige, die auf mich zugekommen ist. Und dann war hier Alex
von Korf, die hat mich ja zu Yes We Cancer eingeladen hat. Ich habe sonst noch keine Unterstützung bekommen von niemandem. Und aber mir geht es ja genauso wie dir. Das macht uns noch stärker, glaube ich, manchmal der Gegenwind, oder? Oder der, es ist nicht immer schön, aber... Es ist nicht immer schön. Ja. Und ich versuche mich auch davon abzugrenzen, dass jetzt quasi... weil du wirst ja auch immer irgendwie gemessen, ja, wie viele Likes hast du denn auf deinem Account? Und, so. Und ich finde das immer furchtbar. Ja. Weil das ist nicht das, was mein Engagement ausdrückt. Das ist nicht was ich in Bewegung gesetzt habe. Dahinter stehen Menschen. Ja. Hinter jedem Klick steht ein Mensch mit seiner eigenen Geschichte. Ich weiß, dass sehr viele Interesse haben an Justin. Wenn ich auf Veranstaltungen bin, gibt es mit Sicherheit mehr Fotos mit ihm als wie mit mir, die ganz großer Fan von ihm sind. Aber da steht immer eine Geschichte. Und ich bin für jeden immer wieder dankbar und auch berührt darüber, wenn er sich die Zeit nimmt, da mal durchzulesen. Aber das geht jetzt nicht darum, sind es jetzt 3.000, sind es 30.000. Oder auf meiner Webseite. Und ich sage halt eben immer, meine Webseite ist das, ist meine Schatzkiste. Das ist das Wesentliche von dem, was ich voranbringe. Und vieles von dem, was ich im Hintergrund mache, was ich nicht nach außen trage. Das kann man natürlich machen. Aber ich bin, glaube ich, in der Richtung auch zu wenig Mensch, der gerne sich auf dem roten Teppich positioniert. Ja. Was alles gut und richtig ist, ne? Aber ich bin das nicht. Ich weiß nicht, ob das meine Hochsensibilität ist, die mir da im Weg steht. Oder ich möchte einfach nur was bewegen. Ich möchte Mut schenken. Ja. Und wir sind, guck mal, es sind knapp 70.000 Menschen im Jahr. Mit mir seit 2010 sind es 77.000 Frauen, die Diagnose Brustkrebs erhalten haben und ungefähr 8.000 Männer. Ja. Das ist eine riesengroße Stadt. Wir werden nicht jeden dieser Menschen erreichen können, aber manche kann man erreichen. Und wenn man für die Menschen eine wesentliche Verbesserung erwirken kann, auf den unterschiedlichsten Wegen, dann kann sich jeder das raussuchen, was ihm gut tut. Ja. Und das ist das, worum es mir geht. Und das Lungenkrebs, es sind ja auch über 70.000 Menschen im Jahr, die Krankheit bekommen. Ja, wir haben, glaube ich, dasselbe. Bei euch ist es schon bekannter, dass wir gehen immer nach Statistik oder die Allgemeinheit. Und Statistik ist bei euch, glaube ich, auch weit oben. Nicht so hoch wie bei Lungenkrebs. Ja, ihr habt uns mittlerweile leider traurigerweise überholt. So ist es, weil, und das geht ja unter. Und wenn es jetzt statistisch nur in Anführungsstrichen 15.000 sind, es sind 15.000 junge Menschen, zu denen ich dich zähle, zu denen ich mich auch zähle. Ja. Und darum geht es dann. Das ist eine ganz andere Generation von Krebskranken und es werden immer mehr. Das ist ja auch bei mir das große Aufklärungsthema. Und darum geht es ja auch, weil die Älteren sind oft, nicht alle, auch da sind manche offen und sehr auch auf Instagram aktiv, muss ich sagen, aber die jungen Leute, du warst ja auch jung, warst, wie alt warst du bei der Diagnose? Ich war 41, das kann man ja für die... Absolut nicht. Na? Und die ticken, glaube ich, schon anders und siehst du auf Instagram allein. Ne? Also du bist ja schon länger in der Krebsszene, sag ich jetzt mal. Aber da ist auch ein Wandel, oder? Da ist ein absoluter Wandel eingetreten und den begrüße ich auch sehr. Und das muss auch nicht jeder nachvollziehen können, der nicht in dieser Kiste steckt wie wir. Ja, absolut. Ich bin der Meinung, dass in dem Falle das Mittel, wie heißt das? Das Mittel zum Zweck und dass wir einen authentischen Blick auf eine Erkrankung erlauben, die wirklich unbarmherzig sein kann. Ja. Es gibt mittlerweile so viele Frauen, die mir persönlich bekannt waren, die nicht mehr leben und das prägt immer wieder aufs Neue und das macht immer wieder was mit einem und das setzt immer wieder was in Gang. Ja. Und ich darf traurig sein, aber genauso gut
darf ich dann auch tief Luft holen und ein Stück und weitermachen. Ja. Aber deswegen ist die andere, die es nicht geschafft hat, nicht vergessen, sondern ja. Wir tun es auch für die. Und für die, die kommen. Und für die, die kommen. Und ja. Die werden kommen. Ne? Das ja. Sagt die WHO, ne? Jeder Zweite. Sehr jeder egal, Zweite wird das sein. Ja. Ja. Und wenn du heute in den vollbesetzten Saal hineingehst und die Leute dann fragst, wer von ihnen ist an Krebs erkrankt? Wer hat eine Krebserkrankung überstanden? Wer von ihnen kennt einen Menschen aus seiner Familie, der an Krebs erkrankt ist? Wie viele stehen dann letzten Endes? Ja. Ja. Und es sind nicht nur einzelne oder einige wenige, sondern das sind dann letzten Endes ganz, ganz viele. Da muss ich dir nochmal fragen zur Therapie, weil ich weiß nicht, wenn du meinen Podcast verfolgst oder wenn auch nicht, ist ja egal. Bist du einen ganzheitlichen Ansatz auch gegangen? Das heißt, ganzheitlich heißt Fatigue, Polyneuropathie. Es gibt ja immer irgendwelche Mittel, pflanzliche Mittel. Also da muss sich jemand auskennen, ne? Also kommt mit der Medizin. Hast du sowas gemacht oder gab es damals das schon? Ich meine, Misteltherapie wirkt jetzt nicht überall, aber ist ja auch schon von den Krankenkassen anerkannt. Bist du da auch so einen ganzheitlichen Weg gegangen? Oder hast du wirklich nur die ganze Keule da abgebrochen? Nee, ich bin auch einen ganzheitlichen Weg gegangen, habe dann aber auch einen ordentlichen Dämpfer erfahren, weil ich anfangs den Fehler gemacht hatte. Na, ich habe das beim Heilpraktiker gemacht, der mich dann halt dahingehend unterstützt hat. Hatte mich mit dem Thema Grüntee mit beschäftigt und dergleichen mehr. Und während der Chemotherapie hat mir dann die Ärztin aus dem zweiten Brustzentrum gesagt, dass zusätzliche Mittel zwar in Ordnung sind, aber nicht unbedingt dann und dann, weil die Chemotherapie dann halt erstmal komplett wirken muss. Und deswegen sage ich auch immer, wenn ihr euch während eurer Therapie komplementär begleiten lasst, klärt das bitte immer ärztlich ab. Nicht um Gefahr zu laufen, dass die Chemotherapie beispielsweise in ihrer Wirksamkeit gemindert wird, weil dann ist das ja wieder kontraproduktiv. Was absolut. Denn, ne? Und das ist, glaube ich, das große Problem. Auch Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber weil das ja so mein Lieblingsthema ist, weil auch gerade im Lungenkrebs wird Brustkrebs genauso sein, immer mehr neue Medikamente auf den Markt kommen. Ne? Und genau wie du sagst, zum Beispiel darf ich keinen grünen Tee trinken und solche Geschichten mit dem Medikament. Oder beziehungsweise es gibt ja teilweise gar keine Forschung, wie das wirkt. Also deswegen ist es so gefährlich, wenn der Heilpraktiker dir immer irgendwas gibt und gar keine Ahnung hast. Ich meine, lässt ja mit Schulmediziner nicht mal Ahnung, weil man sowas nicht überprüft. Und da kann ich dir, das kann ich nur unterschreiben, was du sagst. Da muss man wirklich sehr drauf achten. Also nicht einfach irgendwelche Mittelchen nehmen. Genau, also bin ich absolut dafür, aber ansonsten alles, was gut tut. Ich habe vorneweg schon auf eine gesunde Ernährung geachtet, aber jetzt halt nochmal ganz, ganz besonders spezifisch und sehr auf Bewegung mitgesetzt und Kältehandschuhe dann und gegen die Polyneuropathie, Elektrostimulation, was mich aber auch ein Stück weit dann hat Linderung finden lassen, weil bei mir wirklich gar nichts geholfen hatte. Okay. Schwer war die ausgeprägt. Und und ich habe dann meine Werkzeuge gefunden, die mir dann gut getan haben. Ne? Ja. Schwimmen ist ein wunderbares Mittel gegen Lymphödem im Arm und im Thoraxbereich. Ja, genau. Ja gut, das hast du auch in deinem Blog dann quasi auch beschrieben, oder? Weil das alles im Blog beschrieben, auch zu Johanniskraut, was man bedenken muss bei Johanniskraut und grünem Tee und dergleichen. Nee. Ja, super. Ja, schön. Ja, und auch wenn CBD-Öl immer in Absprache mit den Ärzten nicht einfach willkürlich nehmen, ich probiere das jetzt mal aus, lieber einmal mehr gefragt und dafür dann aber mit einem ruhigen Gewissen sagen, okay, ja, ich darf oder ich darf nicht. Und selbst Petersilie, wenn du Petersilie falsch dosierst, ist das nichts Gutes. Genauso wie was passiert da? Also das interessiert mich jetzt, weil Petersilie weiß, ist gesund. Inwiefern falsch dosieren? Also wenn ich einen ganzen Bund auf einmal esse, jeden Tag so ungefähr, oder wie meintest du das? Ja, dann hat jedes Kraut hat dann im Grunde seine
kann dir dann unter Umständen nicht gut tun. Es kommt immer auf die Menge mit drauf an. Absolut, ja, natürlich. Genauso gibt es ja ganz viele Leute, die sagen, ja, du musst Smoothie trinken. Ich dürfte zum Beispiel kein Smoothie trinken, weil ich Diabetes hatte, den ich jetzt mittlerweile ganz gut im Griff habe. Mhm. Aber du sollst ja Gemüse im Grunde genommen essen und nicht trinken. Ja. Deswegen, da gibt es auch. Ne? Oder weil es einfach zu viel Zucker hat. Ne? Und deswegen. Ja, wenn du Frucht. Es kommt immer auf die Dosierung drauf an. Ja. Was für Vollerkrankungen hast du? Was für Folgeerkrankungen hast du? Ja. Ja. Ja, deswegen wäre das Ganzheitliche so wichtig, wenn man auf diesen ganzen Menschen achtet, ne? Weil das ist jetzt auch wieder so ein ganz interessanter Ansatz, weil ich ja auch das überhaupt nicht mag. Du musst das machen und dann bist du gesund. Das stimmt gar nicht. Jeder Menschenkörper ist anders. Und wie du sagst, manche haben Krankheiten, müssen auf andere Dinge achten. Du kannst nicht sowas propagieren. Alle Art von Propaganda ist nicht gut. Ja, und alles, was so einen immensen Druck ausübt, das war mir gerade nach dem Jahr der Erkrankung, ist mir das so unglaublich schwer gefallen, wie viele Leute haben um mich herum gestanden, du musst das machen. Ja. Und ich habe davor gesessen wie so ein Kaninchen und ich habe einfach eigentlich überhaupt gar nicht mehr gewusst, ja, was soll ich denn jetzt machen? Mhm. Warum muss ich das machen? Ich muss doch damit klarkommen. Und das von sich zu differenzieren und sich da auch ein Stück weit abzugrenzen, ist schon sehr anstrengend. Ja. Aber du hast so schön ausgedrückt, du hast deine Werkzeuge gefunden. Ich habe auch so meine Werkzeuge. Ich probiere noch ein bisschen rum, aber... Genau, und was ich Sachen, nicht mehr gut tue, das kommt dann weg und dafür kommt dann vielleicht was Neues rein, weil nicht alles wirkt immer unbedingt so... so ein Werkzeugkoffer oder so ein Arztkoffer, den hat man dann so neben sich stehen und dann kann man so für sich das rausholen, was einem gut tut. Und wenn es halt eben einfach mal die halbe Stunde aufs Sofa legen ist, weil einfach nichts mehr geht, weil die Fatigue jetzt überhand nimmt oder Kopfschmerzen da sind oder was auch immer. Hast du mit Fatigue auch noch zu kämpfen? Weil das sagt man ja immer, das ist ja das typische Symptom. Ja, das hatte bei mir bereits ein Jahr vor der Diagnose angefangen. Und ich denke, dass da der Krebs sich dann da bereits bei mir getummelt hat oder angefangen hat zu tummeln. Und mein Hausarzt, ich wollte damals unbedingt ein Blutbild haben, Blutbildbestimmung, und der sagte nur, ach, Frau Kultau, das ist alles nur, weil Sie Mutter eines behinderten Kindes sind. Super. Und machen Sie mal eine Therapie, das hilft Ihnen weiter. Mhm. Ja, toll. Dann habe ich eine Therapie angefangen. Und er hat mir gesagt, ja, mit Ihnen ist alles in Ordnung, Sie haben auch keine Depression, Sie sind halt einfach nur müde. Mhm. Und diese Müdigkeit, die hat mich dann wirklich sehr, sehr lange begleitet und die begleitet mich auch heute noch. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich heute auf eine Veranstaltung fahren würde oder müsste, wo ich mich hochkonzentrieren muss, dass ich anschließend kein Auto mehr fahren kann. Weil ist zu viel. Ist dann zu viel. Ne? Ja, und dann würde ich Gefahr laufen, einen Unfall zu produzieren oder sonst irgendwas. Das sind dann so Dinge, die ich dann für mich steuern kann. Mhm. Und wo ich dann halt auch ganz klar sage, es geht nur so und so. Ja. Kann ich gerne machen, aber ich kann dann nicht nochmal 2-3 Stunden mich ins Auto setzen und irgendwo hinfahren. Geht ja. Nicht. Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist auch mit meinen Kräften im Haushalt nicht mehr das. So enorm anstrengend und wie gesagt, ich weiß, was so ein Schub auslösen kann. Ich weiß auch, dass der unter Umständen einige Tage andauern kann. Und wenn ich das für mich erkannt habe, dann drehe ich einfach zurück und ziehe einen Stecker. Und das ist das Beste, was mir dann hilft. Und dann wirklich nur Dinge tun, die mir gut tun. Meistens kann ich dann noch nicht mal mehr lesen. Ja, du hörst auf dich, das ist immer ganz, ganz gut, dass man absolut Gefühl für sich kriegt. Ja, das ist. Und das kannst du dann mit dem Justin auch vereinbaren, also, weil du kannst ja nicht einfach den Stecker da ziehen, so, ich knock mich jetzt 5 Tage aus, hier zu, du Klacke. Wie machst du das? Nee, es läuft dann, sag mal, ein Notprogramm.
sodass Justin gut aufgefangen ist. Ne, da wird versorgt und alles. Und, aber für ihn ist das dann auch in Ordnung, wenn ich mich dann mal aufs Sofa lege und dann kriege ich vielleicht sogar noch die Decke über mich gezogen und noch einen Kuss verabreicht. Mhm. Und das ist dann in Ordnung für ihn. Ne? Oder wenn ich dann wie benebelt durch die Welt laufe. Weil wir auch beide gelernt haben, das sind Tage, die gehen rum und dann ist wieder gut. Ja, ja, war schön. Ja, müssen wir leben, ne? Mit Leben. Ja. Dafür leben wir. Ja. Ja, genau. Ja, solange du atmest, lebst du noch. Solange man atmet. Ja, genau. Ja. So genau. Kann man das auch sehen. Ja. Super spannend. Würdest du noch was irgendwie mit auf den Weg geben? Von deiner Erfahrung, du hast jetzt schon viel gesagt und ich kann da sowieso schon ganz viel rausziehen. Aber worauf man achten sollte, auch gerade deine Erfahrungen am Anfang der Diagnose, diese mal wieder, wie ich es ja auch kenne, gescheiterte Arzt-Patienten-Kommunikation. Was würdest du, Ratschläge, Mangel, Ratschläge sind auch Schläge, aber für, wie soll man das ausdrücken? Was würdest du mit auf dem Weg geben, worauf man achten könnte? Also, was ich immer ganz wichtig finde, das ist, dass man versucht, sich über die Erkrankung, mit der man es jetzt zu tun hat, zu informieren, sobald sich der erste Schock gelegt hat. Und dieser erste Schock, diese Schockphase, die kann unterschiedlich lang andauern. Ich weiß, wie es ist, einem Arzt gegenüber zu sitzen, der einem was erklärt und man versteht es nicht mal, weil es komplett an einem vorbeirauscht, weil du mit einem in einer völlig anderen Welt bist. Ich habe immer die Möglichkeit, als Patient und Patientin mir Hilfe zu holen. Wenn ich selbst was nicht leisten kann, vielleicht kann mich mein Partner begleiten zum wichtigen Arztgespräch. Es gibt nichts, was ich alleine bewältigen muss. Und ich finde es auch immer sehr wichtig, gut vorbereitet ein Arztgespräch zu gehen. Und da gibt es mittlerweile auch sehr wertvolle Tools, die man für sich nutzen kann. Und ich finde es halt wirklich wichtig, das Grundlegendste von seiner Erkrankung zu wissen. Und vieles andere kommt dann. Ganz gleich, wo man sich informieren möchte. Es gibt mittlerweile sehr gute Leitfaden, wie man eine Art Patientenkommunikation gestalten kann. Ich möchte jetzt nicht explizit jemanden nennen, wo man sowas alles finden kann. Kann man einfach mal googeln und ich finde es auch nicht schlimm zu googeln, ja, wenn man eine Krebsdiagnose erhalten hat, weil die meisten werden es zwangsläufig machen. Ja. Es ist einfach nur wichtig, die Qualität der Ergebnisse ein Stück weit abzuchecken, dass ich eine gute Auswahl für mich finde und Werkzeuge, mit denen ich arbeiten kann und arbeiten möchte. Mhm. Und es gibt bei allem, kann ich einfach nur sagen, wir müssen wirklich nichts alleine gehen. Es gibt immer irgendeine Unterstützung. Und wir brauchen ganz viel Mut. Und da ist es auch unabhängig, wo wir den finden, ob wir den beim Partner finden, ob wir den bei anderen Betroffenen finden, ob wir Bauch und Kopf müssen ein Stück weit Hand in Hand gehen. Und wenn das passt, glaube ich, dann haben wir schon eine ganz gute Basis auch gefunden. Ja. Denn wenn der Bauch oder der Kopf sagt, hey, das stimmt nicht, ich fühle mich hier nicht wohl, dann habe ich immer die Möglichkeit, eine Zweitmeinung mir einzuholen. Genau, weil es geht um unser Leben. Wenn man bedenkt, wie viele, wenn wir ein Auto aussuchen, wie viel Zeit investieren wir? Unendlich viel Zeit für ein neues Auto, für eine neue Küche. Und wie viel Zeit nehmen wir uns, wenn wir jetzt beispielsweise mit der Diagnose Krebs konfrontiert sind? Ich würde immer gucken,
ein Ärzteteam zu finden, auf das ich mich verlassen kann, dem ich vertrauen kann. Mhm. Und ich finde es auch immer sehr wichtig, wie viele Patientinnen hat ein Brustkrebszentrum beispielsweise, wie viele Patientinnen werden dort behandelt. Und ein Wald- und Wiesendoktor, der mag sehr, sehr gut sein, mhm. aber wenn es dann um eine Krebserkrankung geht, würde ich immer den Arzt auswählen, der die größte Expertise hat mhm. und der sich auf dem Gebiet auskennt. Mhm. Und nicht den Arzt, der jetzt direkt bei mir um die Ecke seine Praxis hat oder die Klinik direkt um die Ecke, weil das ja so nah ist. Mhm. Ja, ich verstehe dich. Aber es ist halt wirklich immer die Schwierige, dass wir in dieses Traumata und dieses tiefe Loch erstmal fallen. Ne? Aber wenn man wenigstens jemanden an seiner Hand hätte, der noch klar denken kann. Ich sage immer, zu meinem Freundeskreis sage ich immer so, wenn jemand neu diagnostiziert ist, bitte schickt ihn zu mir. Ja. Weil das haben wir alles erst durch unsere eigenen Erfahrungen, durch die ganzen Geschichten, genau. die wir kennengelernt, gell? Ja, genau. Aber es ist so wichtig, ja. Genau. Ja. Und so telefoniere ich dann halt auch gerne, sage dann halt, wenn ich angeschrieben werde, wir können gerne miteinander telefonieren, ihr könnt mir erzählen, ich höre euch zu und kann euch auf die Art und Weise eure Fragen besser beantworten. Hm. Warum, wieso, weshalb man vielleicht so einen Weg etwas anders gehen kann. Ja, Wahnsinn. Aber hör nicht auf oder achte auf dich, gell? Du, ich achte ganz, ganz viel auf mich. Sehr schön. Ansonsten würde das nicht funktionieren. Ja, sehr gut. Ne? Sehr schön. Möchtest du noch was sagen so zum Abschluss? Nö. Ich danke dir. Fällt dir alles danach ein. Das fällt dir dann alles danach ein. Das fällt mir mit Sicherheit alles danach ein, ja. Aber ich danke dir sehr für das sehr angenehme Plaudern, für das Zuhören, für das Nachfragen. Und ja. Ich danke dir. War super spannend, wie jedes Gespräch und für mich auch wie immer inspirierend und hat mir auch Spaß gemacht. Man erfährt immer so viel von Menschen und das mag ich immer so gern. Das finde ich sehr schön und ich finde auch toll, dass du so offen warst und da könnte man jetzt noch viele Folgen drüber machen, weil wie gesagt, es geht so viel ins Detail, aber du bist erstmal wieder eine Mutmachergeschichte und das ist schön. Und dafür danke ich dir echt ganz dolle sehr. Ich danke dir für deine Arbeit, dass du andere so unterstützt und deinen Weg weitergehst, wie du so schön gesagt hast. Aus der Krebsschiene kommt man eigentlich meist nicht wieder raus. Aber es hat ja auch was Bereicherndes, das muss man auch dazu sagen, ne? Also, ja, absolut. Das ist ja oft bei solchen Sachen. Es ist ja nicht so, es sind ja so auch so Geschichten und so viel Menschsein auch da. Und nicht nur eben das, wollen wir ja auch irgendwie sagen, nicht nur dieses Elend. Ja, guck mal, ich habe. Hat alles zwei Seiten. Was habe ich alles kennengelernt in den letzten Jahren durch den Weg, wie ich ihn gegangen bin? Ja. Das ist. Wenn mir das jemand vor 10 Jahren erzählt hätte, ich hätte das nie für möglich gehalten. Wirklich nie. Und ich bin da wirklich von Herzen dankbar für jeden, der diesbezüglich offen ist, der interessiert ist, der bei mir vorbeischaut, der bei anderen vorbeischaut. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Und wir sind alles Mensch und ja. Ja, genau. Wir sind alles Mensch. Das ist ein schöner Abschluss. Liebe Nicole, dann hoffe ich doch, dass wir uns nochmal begegnen oder vielleicht auch des Öfteren. Ganz bestimmt. Gesund und munter. Beide. Ja, absolut. Bleib so, wie du bist. Ich danke dir von Herzen und bis bald, sage ich jetzt einfach. Genau. Auch bald. Gell? Wir sehen uns. Ich wünsche noch einen wunderbaren Urlaub. Mach's gut. Danke dir. Tschüss. Tschüss.